weiter bei Herrn Barwick. Bundesjustizminister Buschmann hat diese Woche erklärt, dass die Berlinale schweren Schaden genommen hätte, weil man nicht entsprechend dem Antisemitismus widersprochen hätte. Jetzt gab es bei der Preisverleihung den Kommentar von einem US-Filmschaffenden mit Verweis auf die Genozidgefahr in Gaza. Ein jüdisch-israelischer Filmschaffender verwies auf den Apartheidscharakter Israels aus seiner Perspektive. Und ein palästinensischer Filmschaffender hat den Aufruf, keine Waffen nach Israel zu liefern. Vor diesem Hintergrund würde mich interessieren, welche dieser skizzierten Darlegungen der Kulturschaffenden auf der Berlinale entspricht denn im Verständnis von Herrn Buschmann seinem Vorwurf des Antisemitismus? Ja, vielen Dank für die Frage. Also, wie Sie wissen, sind für die strafrechtliche Beurteilung dieser Vorfälle die Staatsanwaltschaften zuständig und dann eben auch die Gerichte. Herr Buschmann hat sich ja auch gegenüber der Presse im Allgemeinfall und generell dazu geäußert, wann eben solche Parolen wie die, die Sie angesprochen haben, eventuell strafbar sein könnten. Ich kann das gerne nochmal wiederholen. Also generell hat er gesagt, dass unser Strafrecht gut aufgestellt ist, um eben mit solchen antisemitischen Äußerungen oder auch dem Abspruch des Existenzrechts Israel gut umzugehen. Die Verwendung der Parole Free Palestine from the World to See kann etwa als Billigung der im Rahmen der Angriffe der Hamas im Oktober 2023 in Israel begann, Tötungsdelikte verstanden werden. Und generell, wie ich schon darauf hingewiesen hat, ist das jetzt Sache der Staatsanwaltschaft. Und ich glaube, die Staatsanwaltschaft Berlin hat sich auch schon dazu geäußert, dass sie das aufnehmen wird, zu gucken, wie diese Fälle bei der Berlinale nun einzuordnen sind. Gut, ich hatte ja nach den konkreten Belegen gefragt, aber Herr Hebestreit, wie bewertet es denn der Kanzler, dass ein Minister seiner Regierung Kulturschaffende aus den USA, Israel und den besetzten palästinensischen Gebieten, dass er deren Kritik am israelischen Vorgehen gleichsetzt mit Antisemitismus? Sieht er da nicht die Gefahr, dass man diese Kritik mit der Gleichsetzung diffamiert und gleichzeitig den wirklich real existierenden Antisemitismus relativiert? Der Bundeskanzler sieht den Kampf gegen Antisemitismus in Deutschland als ein ganz wichtiges Anliegen. Und wir haben nach dem 7. Oktober in Deutschland eine heftige Debatte auch darüber noch gehabt und auch haben auch Entscheidungen getroffen, wie es zum Beispiel diese Parole, die eben die Kollegin vom Justizministerium auch schon genannt hat, dass sie strafrechtlich relevant ist. Jetzt zum konkreten Fall, das sind Äußerungen des Ministers, die stehen für sich. Darüber habe ich auch mit dem Bundeskanzler nicht zu sprechen gehabt und habe auch nicht darüber gesprochen. Das ist auch meines Erachtens ein Urteil des Politikers Buschmann gewesen an dieser Stelle. Das Strafrechtliche müssen die dafür zuständigen Behörden tun und das werden sie auch prüfen. Und im Hand dessen, was die Prüfung erbringt, wird es dann auch ein Ergebnis geben. Frau Jeckels dazu. Nochmal anders.